Schön, dass ihr alle wieder dabei seid, um mit uns für die Erhaltung unserer Grundrechte zu demonstrieren. Als Veranstalter bin ich wieder verpflichtet, weil es in der Corona-Verordnung steht, darauf hinzuwirken, dass ihr die Abstände einhaltet. Ich habe die Verordnung, zumindest die passenden Passagen, wieder dabei. Steht nämlich drin in Paragraph 2, wo es um die Abstände geht, dass ein Mindestabstand zu anderen Personen von 1,5 Metern empfohlen ist. Es steht aber dann im nächsten Absatz, im öffentlichen Raum muss ein Mindestabstand zu anderen Personen von 1,5 Metern eingehalten werden, sofern nicht die Einhaltung des Mindestabstands im Einzelfall unzumutbar, dessen Unterschreitung aus besonderen Gründen erforderlich oder durch Schutzmaßnahmen ein ausreichender Infektionsschutz gewährleistet ist. Also wie schon in der Vergangenheit, jedem bleibt selbst überlassen, was jetzt unzumutbar ist, aber so ist es halt. So, wir haben auch heute wieder ein paar Redebeiträge für euch zusammengesucht. Ich finde es immer ganz faszinierend, was man so als Verschwörungstheoretiker so für Neuigkeiten bekommt, wenn man sich auch mal auf anderen Kanälen informiert. Bin mir gar nicht so sicher, ob man das in den öffentlichen Medien alles so mitbekommt, was wir so mitbekommen. Und den Anfang macht die Vera. Achtung, Achtung. Die neuesten Schlagzeilen. Am 8.8. fand eine Demo in Augsburg statt. Bernd Bayerlein ist Dienstgruppenleiter einer kleinen Polizeiinspektion in Mittelfranken und berichtet, wie er die Corona-Zeit erlebt hat. Diese Einschränkungen haben ihn erstaunt und schockiert, da er schon mehrfach Pandemien gab, die aber nie zu solch einem Angst- und Denunziantenstaat geführt hatten. Spaltungen finden im privaten und dienstlichen Bereich statt. Für ihn sind die Dienste aktuell mit gemischten Gefühlen verbunden. Sein Beweggrund einer Demo war die Demo in Berlin, an der er auch als Privatmann teilnahm. Er bezeichnet diese Demo als friedlichste Tele-Demo, die er als Polizist erlebt hat und als historisches Ereignis. Er verübt Kritik an den Leitplanken. Er verübt Kritik an den Leitmedien und den Politikern, was diese aus der Demo gemacht hätten. Hierbei moniert er sowohl die Zahlenangaben als auch die Meldung, es habe bei der Demonstration verletzte Polizisten gegeben. Er stellt die Fakten klar. Mehrere Hunderttausend aus Deutschland und anderen Ländern waren da. Vor Ort war die bürgerliche Mitte, wie auch hier. Er habe auch die israelische Flagge gesehen, was deutlich gegen die Teilnahme von Nazis sprengte. Seiner Meinung nach waren mehrere hunderttausend Zeitzeugen anwesend und diese werden jetzt die Wahrheit verbreiten. Er wendet sich nochmal direkt an die Journalisten und fragt, ob sie sich nicht schämen, solche Fehlinformationen abzudrucken. Er verweist darauf, dass wir ein Recht auf ordentliche Berichterstattung haben, weil wir auch einen Pflichtteil zahlen müssen. Wesentliche Informationen würden unterdrückt und es werde mit zweierlei Maß gemessen. Er erinnert an Frau Esken, die ebenfalls mit zweierlei Maß ist und bezieht sich dabei auf die beiden Posts der Politikerin, die die Demonstrationen vom 1.8. als unverantwortlich bezeichnete, während sie sich bei den Demonstranten von Black Lives Matter zu ihren Einsatz bedankte. Er verweist dabei auf die chaotischen Zustände und die gewalttätigen Übergriffe gegen die Polizei bei den Black Lives Matter Demonstrationen, die nicht von der Presse bemängelt wurden. Er moniert ebenfalls, dass sich hohe Politiker im Urlaub selbst an die Corona-Regeln halten würden. Stichwort Maske und Abstand. Seiner Meinung nach sind die aktuellen Zustände höchst undemokratisch und gefährlich. Und er fordert eine Rückkehr auf einen Gesetzeszustand vor dem Lockdown. Er sieht das Land in Gefahr. Er sieht das Land in Gefahr, wenn das Land nur durch Verordnungen regiert würde. Das Auslösen der Veranstaltung vom 1.8. war angesichts der RKI-Zahlen nach den Black Lives Matter-Demonstrationen
und der Einschätzung gegen die Ansteckungsgefahr im Freien nicht verhältnismäßig. Er erklärt, dass die PCR-Tests nicht validiert und ungenau seien, aber dennoch als Grundlage für die Einschätzungen und das Treffen freiheitsentziehender Maßnahmen dienen. Bayerlein fragt, ob die Strategie der Schweden aufgrund des Sinkflugs der Zahlen vielleicht doch die bessere gewesen sei. Er führt noch zwei Zitate an. Glauben Sie nur das, was aus den öffentlich-rechtlichen Medien berichtet wird. Und die Maßnahmen dürfen niemals hinterfragt werden. Hier müssen seiner Meinung nach die Alarmglocken bei den mündlichen Bürgern schrillen. Am 9.8. fand eine Demo in Dortmund statt. Michael Fritsch ist Kriminalhauptkommissar aus Niedersachsen und beginnt seine Rede damit, dass er sich jedes Wort reichlich überlegt habe. Er war am 1.8. ebenfalls als Teilnehmer auf der Demo in Berlin. Die Versammlung für Freiheit und Frieden war die 50. die er je gesehen habe. Viele Jahre lang hielt er unsere Verfassung und unsere Staatsform für die beste der Welt, da sie gute Sicherungsmechanismen gegen Missbrauch enthalten hätte. Die Gewaltenteilung hält er für wichtig, zumal die vierte Gewalt, die Medien, öfter im Dreck, Gewühl und Skandale aufgedeckt hätten. Allerdings habe sich die Gewaltenteilung verwaschen, da die Bediensteten aus Exekutive und Judikative nur schwer Karriere machen können, wenn sie sich nicht politisch betätigen. Er erinnert die Medien und Politiker daran, dass sie an Glaubwürdigkeit durch Lügen deutliche Einbußen hätten. Die Wahrung der Grund- und Menschenrechte sei auf ewig als unveränderbares Recht festgeschrieben. Beschränkungen und Eingriffe müssen vorab, stellen sie doch im Nachhinein auf deren Rechtmäßigkeit geprüft werden. Auch Polizisten müssen täglich diese Prüfung durchführen. Die Polizei sei gerecht und gut ausgebildet. Seiner Meinung nach sei es die beste Polizei der Welt. Alle VOs beziehen sich auf das Infektionsschutzgesetz, das zuletzt in diesem Jahr geändert wurde. Er zeigt anhand einiger Zitate auf, wie unscharf die Formulierungen sind und dass die Maßnahmen zum großen Teil auf Vermutungen basieren. Da das Bundesgesundheitsministerium einen Bericht zu dessen Erkenntnissen aus dieser Epidemie bis zum 31.03.2021 vorlegen muss, fürchtet er, dass dieses Corona-Theater noch länger weitergehen soll. Nach dem Infektionsschutzgesetz muss der Deutsche Bundestag eine epidemische Lage von nationaler Tragweite aufheben, wenn die Voraussetzungen zu ihrer Feststellung nicht mehr vorliegen. Professor Dr. Bakti stellt fest, dass wir in Deutschland keine epidemische Lage von nationaler Tragweite haben und hatten. Fritsch wundert sich daher, dass trotz vieler Expertenmeinungen, die den Aussagen des RKI und Herrn Drosten widersprechen, der Bundestag diese Aufhebung bisher nicht durchgeführt hat. Er fordert Antworten auf die Fragen, die sich viele Menschen in Deutschland stellen. Er bemängelt, dass die gesetzlichen Verordnungen sich nicht nur auf den im Infektionsschutzgesetz genannten Personenkreis beschränkt und zitieren eine illegale Anordnung, die der Pflicht zur Remonstration unterliegt. Dabei weist er darauf hin, dass die Polizisten persönlich haften, wenn sie ihre Pflicht auf Remonstration nicht wahrnehmen. Motto, die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen. Er geht